Hallo und herzlich willkommen bei den wichtigsten News aus Indonesien in der vergangenen Woche. Neue kommunistische Säuberungsaktion in Indonesien im Gange. Wieder Tote durch gepanschten Alkohol. FIFA hebt Suspendierung von Indonesien auf. Neue kommunistische Säuberungsaktion in Indonesien im Gange. Dass man in Nord-Sumatra schon einmal für das Tragen eines knappen Bikinis in den indonesischen Knast landen kann, dürfte sich mittlerweile rumgesprochen haben. Wer jetzt aber noch ein Fan der deutschen Heavy-Metal-Band Kreator ist und dann mit dem Tour-T-Shirt aus dem Jahre 1990 in Indonesien anreist, kann wohl auch hier sehr schnell im Gefängnis landen. Grund ist das abgebildete Zeichen von Hammer und Sichel. Der Präsident persönlich habe die Armee und die Polizei aufgefordert, gegen kommunistische Symbole regellos vorzugehen. Insbesondere die Armee ging da mit allen Mitteln vor und verhaftete sofort mehrere T-Shirt-Verkäufer, die jenes T-Shirt aus dem Jahre 1990 der Heavy Metal Band zum Verkauf anbot. Die Verkäufer wurden wie Schwerverbrecher der Presse zum Fressen vorgezeigt. Nun musste sich Präsident Joko Widodo natürlich vor dem indonesischen Parlament erklären. Er gab natürlich zu, die Armee und die Polizei beauftragt zu haben, gegen kommunistische Symbole vorzugehen, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass die Menschenrechte zu beachten sei. Kaum zu glauben, gerade die Armee, die deutsche Leopard 2 Panzer erhalten hat, wird beauftragt, gegen ein T-Shirt vorzugehen, das im Ursprung aus Deutschland ist. Nun bleibt natürlich die Frage, was tatsächlich passiert, wenn man als Ausländer mit einem T-Shirt mit dem Konterfei von Marx, Engels oder Lenin in Indonesien herumläuft. Die Indonesier nehmen das satirisch und zeigen, was sie von dem Vorgehen halten. Gleichzeitig beginnt aber auch eine gewisse Unruhe bei den Studenten, die mit Recht auf das Massaker von 1965 in Indonesien verweisen, das bis heute nicht aufgearbeitet wurde. Wieder Tote durch gepanschten Alkohol. Erneut starben 10 Menschen an gepanschten Alkohol in Indonesien. Diesmal traf es Yogyakarta. Alkohol ist in Indonesien sehr teuer. So kostet zum Beispiel eine Flasche Jägermeister 0,75 Liter schon einmal 750.000 Rupien. Das entspricht ca. 49,65 Euro. Der Verkauf von Alkohol ist weitestgehend eingeschränkt und darf nur mit Ausnahmegenehmigung verkauft werden. In den Touristenzielen von Indonesien sieht es da aufgrund von Ausnahmegenehmigungen beim Verkauf und Ausschank von alkoholischen Getränken etwas anders aus. Dennoch sind die Preise sehr hoch. Die Flasche Bintang Bier 0,7 Liter kostet zwischen 26.000 ca. 1,62 Euro und 36.000 ca. 2,38 Euro im Handel. Der Preis und die künstlich erzeugte Knappheit lassen immer wieder Schwarzbrenner Alkohol fälschen. Die füllen den selbstgebrannten Schnaps in originalen Markenflaschen ab, verkaufen diesen aber nur zu einem Bruchteil des tatsächlichen Preises. Im Jahr 2013 starben zwei deutsche Brüder aus Berlin nach Genuss von Alkohol auf Bali. Die indonesische Regierung berät zurzeit, ob sie die Verschärfung des Alkoholverkaufes wieder zurücknimmt. So sind zurzeit die örtlichen Gouverneure dafür zuständig, wo und in welcher Form in ihrem Gebiet Alkohol verkauft werden darf. Das führt zum Beispiel in meiner Gegend dazu, dass es nur zwei Supermärkte im direkten Einzugsgebiet gibt, wo ich Bier kaufen kann. Vor zwei Jahren war es nur während des Ramadan, dass Bier und andere Spirituosen aus den Regalen von Märkten verschwanden. FIFA hebt Suspendierung für Indonesien auf. Vor über einem Jahr suspendierte der internationale Fußballverband FIFA Indonesien. Indonesien durfte seitdem an keinem internationalen Spiel mehr teilnehmen. Gleichzeitig wurden auch alle Zahlungen der FIFA, wie zum Beispiel für Jugendförderung, gestrichen. Grund war der zuständige Sportminister, der den indonesischen Verband PSSI aufforderte, zwei Vereine aus dem Verband auszuschließen, da es Ungereimtheiten gab. Man beachte, es gab nicht einmal ein Gerichtsurteil, was belegen konnte, dass es tatsächlich Ungereimtheiten gab. Ein Schelm, wer hier denkt, dass ein unliebsamer Gegner aus dem Weg geräumt werden sollte. Korruption ist und bleibt immer noch ein sehr großes Thema in Indonesien, auch wenn man sich bemüht, dagegen vorzugehen. Der indonesische Verband PSSI weigerte sich, die beiden Mannschaften auszuschließen und so sperrte doch der Sportminister tatsächlich den ganzen indonesischen Verband PSSI. Als sich dann die FIFA einschaltete und Indonesien aufforderte, den indonesischen Fußballdachverband PSSI wieder zuzulassen, stellt sich doch tatsächlich der indonesische Präsident Joko Widodo hinter seinen Sportminister. Das nenne ich einmal Demokratie. Man fordert einen Ausschluss von Vereinen, ohne ein rechtskräftiges Urteil eines Gerichtes zu besitzen. Ja, ich bin der Sportminister und ich mache die Gesetze. Klar, so funktioniert Demokratie. Als Indonesien sich weiter weigerte, sperrte nun die FIFA Indonesien aus dem Weltverband aus. Nun schien Indonesien auf Zeit zu spielen und zu hoffen, dass die Probleme, die die FIFA in den letzten Jahren hatte, dafür
Sorge tragen würden, dass die Sperre wieder aufgehoben wurde. Die Kalkulation ging leider nicht für Indonesien auf. Im Mai hob der Sportminister die Sperre des indonesischen Verbandes ohne Forderungen auf. Zwei Wochen später, auf dem FIFA-Kongress in Mexiko, nahm dann die FIFA ihre ausgesprochene Sperre gegen Indonesien zurück. Gewinner ist wieder einmal klar die Demokratie und Indonesien hat sich erneut wieder einmal vor der Welt lächerlich gemacht. So, und das waren sie auch, die drei wichtigsten und interessantesten News aus Indonesien in der letzten Woche. Wie fandet ihr die News aus Indonesien? Welche Meinung habt ihr zu den einzelnen Themen? Eure Meinung dazu könnt ihr gerne im Kommentar hinterlassen. Die Links zu den ausführlichen Artikeln der News findet ihr in der Videobeschreibung unten. Wir freuen uns über ein Abo und ein Däumchen nach oben. Ciao und bis nächste Woche zu den wichtigsten News aus Indonesien.